Ja, hallöchen, meine Lieben. Und willkommen zu, ich hoffe, man hört den Staubsauger nicht. Nein, der Nachbar Staubsauger, aber ich höre das auch nur ganz relativ leise mit den Kopfhörern. Ich glaube, das hört man gar nicht. Willkommen zurück zu Let's Play Mother 3. Mal wieder nach Ewigkeiten. Also für euch ist es gar nicht so lange her, weil ich schon eine Aufnahme hatte, wo ich gesagt habe, ich kann Mother 2 gerade nicht aufnehmen, weil ich Probleme habe. Ja, das passiert, wenn man halt Dezember, Januar, Februar, März. Also 3,5 Monate die Aufnahmen rumliegen lässt. So ungefähr. Inzwischen habe ich einen neuen Controller mir besorgt. Dass ich ein Xbox One X Controller. Wobei ist es, glaube ich, noch ein Xbox. Xbox One X, ein Xbox, halt die neue da, keine Ahnung. Und ich glaube, das ist, glaube ich, eher noch eine von der Generation davor, ein Controller. Das Ding ist, ich weiß nicht, ob man das hört, das Steuerkreuz klackert. Das finde ich nicht so geil, weil es hat bei dem alten Controller nicht geklackert. Das ist eine Sache, die stört mich ein bisschen. Da muss ich nur dran gewöhnen. So, ich habe das jetzt mal, glaube ich, irgendwie Geld gegrindet oder sowas habe ich gemacht. Und ich habe trotzdem keine Ahnung, was ich damit kaufen wollte. Aber anscheinend habe ich das schon gemacht. Und das Spiel noch ein kleines Stückchen lauter machen bei mir auf dem Ohr. Und anscheinend habe ich das schon gekauft, das Zeug, so wie es aussieht. So, ich habe mir noch einen Controller gekauft gehabt, weil nicht bei dem alten war tatsächlich. Jetzt müsste ich nun gerne. Achso, ich kann gerade nicht rennen, weil Motorrad noch. Ja, okay, und ich muss noch die. Wo war das denn hier bei dem Emulator? Emulation oder was? Naja, voll auf Geschwindigkeit. Sonnensensor. Ach stimmt, das Ding hat ja auch für Bockteile ein Ding, ne? Battleship Gate. What? Battleship Data is missing. Nein, ich will die Spieler. Was ist Battleship Gate? Kann das nur einer erklären, was das ist? Ich möchte Einstellungen. Ist es hier bei den Einstellungen? Ach, da. Oder was? Nee, warte mal. Gamepads? Ah. Tastaturkürzel. Emulation. Schnell Vorlauf. Gehalten. Tab. Kann ich das umstellen auf die Gamepad bitte? Jetzt. Okay, funktioniert das? Ah, tatsächlich, es funktioniert. Das ist aber sehr schnell. Das hier vom Gotoma ließ nach. Dicke Feuer Beta erlernt. Sehr schön. So. Und jetzt können wir ja rennen. Ah, danke. Gut. Das letzte Mal waren wir jetzt hier stehen geblieben. Ich glaube, ich wollte die Mäuse suchen. Ich habe jetzt bloß keine Ahnung, bei welchen ich stehen geblieben war. Ist jetzt die große Frage aller Fragen. Mami. Wo haben wir denn die Gramm jetzt hier? Annehmen und Archiv. Archiv war das, glaube ich. Und nee. Oh, Downloads. Nein, nicht der Opener, sondern E-Books. Anders. Bei Mava 3 Handbook. Second Edition. So. Hier war ich stehen geblieben. Also nicht hier, sondern. Ich muss mal besonders scrollen. Hat das? Das hat aber, glaube ich, keine. Ja, das hat keine ordentlichen Hilfszeichen gehabt. Deswegen muss ich mal irgendwas gucken, was haben wir denn hier? Entschuldigung. Das ist Kapitel 3. Das ist Kapitel 4. Oh, Kapitel 5. Kapitel 5, Tower Thunder. So, wo war denn nochmal die Map mit den. Hier war die Map. So, ich gehe mal von aus, dass ich die anderen schon gesammelt habe. Die anderen Viechers. Ne, nein, ich wollte nicht. Ja. Dann gucken wir mal das Ganze, ob wir das so irgendwie hinkriegen, dass ich das. So. Okay.
Wie ist hier bei einem Café? Haben wir da rechts noch eine? Oder sind das die Mäuse oder eine Maus? Ja. Und da ist die Dump. Ich hoffe, ich habe nur noch die beiden zusammen. Muss ich mal gucken. Aber ich will erstmal hier das Café erkunden, weil hier ist tatsächlich, glaube ich, keine Story. Tatsächlicherweise. Deswegen geheilt bin ich wahrscheinlich schon, ne? So wie es aussieht, ja. Okay. Und ich bin Daryl 26. Gut, alles klar. So. Ich versuche zu lesen. Also halt die Klappe, kapiert? Okay. Was haben wir denn hier? Warum stehen hier Leute vor dem Mädchenklo? Bei einem Kerl und eine Kuh. Ich habe gehört, dass hier ein Rahmengeschäft sein soll, das so gut ist, dass immer eine riesige Schlange davor steht. Zumindest ist es das, was Gerüchte sagen. Dies muss die Schlange sein. Ja, klar. Übrigens, ich glaube, das müsste jetzt auch der aktuellste Patch sein. Ich weiß nicht, ob ich letztes Mal schon gesagt habe, dass ich gepatcht habe. Ich hoffe, aber die Datei ist vom 21.11. und Madokami hatte mir am 3.11. noch so einen kleinen Patch geschickt, wo er Rechtschreibfehler und Grammatikfehler und sowas ausgebessert hat. Da hat wohl einer im Linguistikstudium drüber geguckt, über den Text, über das Skript und hat da noch ein paar Sachen verbessert. Also es kann sein, dass wir jetzt nochmal eine Schippe-Level-Übersetzung hoffentlich besser bekommen haben. Anders meckere ich halt. Ist mir egal. Muss damit leben. So. Ja. Ich wünschte, die Schlange würde endlich vorangehen. Ich habe so lange gewartet. Ich bin so aufgeregt, dass ich endlich drankomme. Diese Schlange ist so lang. Das Warten bringt mich um. Okay. So. Ja, das sieht wirklich geil aus, alles hier. Oh, willkommen. Fühl dich wie zu Hause. Ja. Von heute an sind wir die Türsteher für diesen Schuppen. Okay. Die brauchen aber keinen Türsteher. Einer der neuen Türsteher hat mich geschlagen. Da muss es irgendeine Art Missverständnis gegeben haben. Ja, übrigens haben wir versucht, hier wollen versuchen, mal zu rennen. Sir, bitte rennen Sie nicht hier. Sie werden bei Schimmelpitchborn auf. Ich meine, man sieht ja auch schon hier an dem Ding und hört an der Musik. Das ist jetzt nicht gerade das Etablissement vor dem Herrn. Kaugummi ist super, findest du nicht? Man kann es den ganzen Tag kauen, ohne dass es ausgeht. Das ist so geil. Es ist praktisch schon endlich. Also ich finde, der Kaugummi schon nach ein paar Minuten nicht geschlafen, wenn er den Geschmack verloren hat, ne? Ich könnte mich wirklich an dieses einzigartig verstörende Gefühl hier gewöhnen. Tatsächlich finde ich es hier sogar noch besser als im Club Didibu. Oder Club Didibu, wie auch immer. Hey, hey, Mann, ich weiß genau, was hier abläuft. Ich weiß, dass du nicht wirklich der Kommandant bist. Du bist ein Hochstapler. Aber keine Panik, ich erzähl's niemandem. Das merken wir sowieso, wie es anstrengend. Die Jukeboxen sind so gut gleich, wenn wir mit ihr reden hier. Bitte komm nicht wieder. Du wirbelst Schimmelprinzsporn auf. Okay. Ich finde es irgendwie interessant, der Controller hat ja hinten so, also erstens fand ich es komisch, dass der Staub hatte, als der hier angekommen ist in der Box, wie auch mal der Staub reingekommen ist. Und dann hat er hinten so an den, hier, also an diesen Griffen hat er hinten so, ne, also, dass man ein bisschen grippen kann quasi. Das hatte ich bei keinem anderen Controller bisher, also gut, ich habe auch nicht so viele. Hab halt immer noch Xbox 360 Kontrolle benutzt. Das ist das erste Mal, dass ich am PC einen modernen Controller quasi benutze. Also. So. Moin, moin, moin. Und Jukebox. Kleiner Hinweis. Ich werde hier ein bisschen bleiben, weil jetzt kommen ein paar Lieder.
Und diese Lieder, das sind quasi, oder das sind tatsächlich alles Beta-Tracks von Mafe 3 von der N64-Version gewesen, die die damals gemacht haben. Und sie ist dreckig, aber es ist eine Jukebox. Sie ist eine Jukebox, aber sie ist dreckig. Sie ist voller Zigarettenspuren und alten Ketchup. Möchtest du einen TK einwerfen? Ja. Ah, ich hab nicht mal Geld. Schieb deinen Hintern aus meinen Augen, du verdammter Penner. Die Jukebox beschimpfte dich gedanklich mit scharfen Worten. Okay. Ich hab kein Geld. Das heißt, wir müssen mal eben kurz Geld abheben gehen. Moini, Froggy, komm mal her. Ja, DK-Zeug. Abgeben. Nehmen wir mal 10 TK, das würde reichen. Von daher, let's go. Musik hören. Nein. Da. Ja. Verwelkte alte Sardellen und dergleichen kleben auf der Platte, aber trotzdem fängt sie an, sich zu drehen. Erinnert ein bisschen an Winters, ne? Winters White von Mafe 2. Das sollte spielen, wenn Tasmid im Schnee ist. Das wurde auch, wie man da weiß, im Mafe 3 in GBA wurde es nie umgesetzt. Nächster Song. Muss ich jetzt tatsächlich überlegen, welcher Song es war. Das war aber nicht Aerosand, sondern das war irgendwas anderes. Ich kenne die jetzt auch nicht alle auswendig, weil ich die nicht so oft gehört habe im Ost. In der OST. Auch wenn ich sie gut finde. Wie alle Lieder von Mafe 3. Manche mehr, manche weniger. Das ist aber eine der besten OSTs der Videospielgeschichte für mich persönlich. Gar nicht. Hat man das eigentlich, wenn ich hier das Mikrofon bediene? Mal gucken. Ein kleines bisschen. Ab und zu hört man es. Auch nicht so krass. Das Mikro scheint dann doch teilweise zu regieren. Aber halb so wild. Ich glaube, es ist doch ein bisschen leiser, kann das sein? Machen wir es mal minimal. Ja, ja.
Das ist natürlich geil. Ich finde es echt ein bisschen schade, dass der Prototyp von der N64-Version nie geleakt ist. Den hätte ich auch gerne mal gespielt. Weil ich glaube, dass die N64-Version nicht so grandios geworden wäre wie die GBA-Version. Weil sie können halt einfach 2D-Spiele immer noch besser. Bei 3D sah es teilweise echt nicht so ganz geil aus. Selbst für N64-Behältnisse. Tatsächlich ist dieses Diner Einrichtung technisch nicht wie der Zustand von dem Ding ist. Sondern einrichtungstechnisch irgendeinem und Diner in den USA. Also, was auch wirklich so real existiert, nachempfunden, wo glaube ich Itori mal gewesen war oder so. Im Hintergrund ist täuscht. Ja, ich muss gehen. Ja. Ich habe heute nicht ganz so gut geschlafen, wo ich eigentlich 7 Stunden geschlafen habe. Und angeblich doch. Also ich habe jetzt eine. Ich habe übrigens seit neuestem, seit gestern eine Fitbit Inspire 3. Weil Draco hat die ja auch. Oder nicht die, sondern hat auch eine Fitbit. Das ist aber nicht die. Und das ist halt so eine Smartwatch. Die halt so trackt, wie viele Kalorien verbrennst du, wie ist die Herzfrequenz und so und wie schläfst du. Finde ich halt total interessant. Und habe ich heute Nacht das erste Mal getragen. Und so ganz ehrlich, wenn man nicht drauf achtet, so spielt man die gar nicht so krass. Weil angeblich habe ich schon 1142 Kalorien heute verbrannt. Ich glaube nicht so ganz, dass das dem entspricht, aber naja. Die trackt halt auch so durchgängig, auch wenn man hier sitzt. Aber naja, so. Ja, ich wollte jetzt hier nach rechts, weil das sind angeblich noch 2 Mäuse. Aber da laufe ich jetzt, glaube ich. Lässt sich 50 Minuten Gegner kommen. Oben rechts oben soll eine sein. Ach da. Ah, du Drecksviech. Ah. Und tschüss. So. Quietsch! Was? Oh, okay. Ich werde sofort nach Hause gehen. Übrigens bin ich mir ziemlich sicher, dass keiner meiner Brüder durch diesen Tunnel ging. Ja, weil da die Tür weitergeht. Deswegen finde ich das ganz gut, dass sie darauf geachtet haben, dass da keiner von den weggelaufenen Mäusen ist. Dementsprechend. Und so stark, wir können die Viecher töten. Krass. Und nur durch Scalegrinden. Alter, also. Ich wollte mit dir reden. Quatsch! Ah, du hast mich gefunden. Und ich war so stolz, dass ich noch nie beim Einzelspieler Versteckspiel verloren habe. Was? Meine Mutter sucht mich. Also, ich gehe da mal besser. Tschüssi! Okay. Habe ich mit dir schon geliebt gehabt? Leo, Leo. Ich bin Leo, Leo. Ich bin ein rechtlich übler Kerl. Ich habe all diese Geschenke hier, weil jedes Mädel will, dass ich mich in sie verknalle. Jedes Geschenk kommt aber natürlich von einer anderen. Jedenfalls gehören all diese Geschenke mir. Du bekommst nichts. Du versuchst natürlich sofort eine Geschenkbox zu öffnen, sobald du eine siehst, nicht wahr? Aber so nicht. Die gehören mir. Du scheinst wohl zu denken, ach komm schon, nur eine Box. Aber nein. Ich zweifle daran, dass du bei Mädels beliebt bist. Du bist auch kein sehr übler Kerl. Soll ich dich eine öffnen lassen? Nope.
Das wird nicht passieren. Okay.